Jedes Schiff ab einer bestimmten Größe und je nach Typ muss nach bestimmten internationalen Übereinkommen ein Funksignal senden. Dieses Funksignal enthält die Identifikation des Schiffes und seine Koordinaten, seine Geschwindigkeit, seinen Kurs und Informationen darüber, wohin es fährt, zum Beispiel. Bei der EMSA laufen all diese Informationen zusammen, die von den Mitgliedstaaten gesammelt werden. Wir bündeln all diese Informationen zu einem umfassenden maritimen Gesamtbild. Das macht es viel effizienter, weil wir alle Informationen zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten austauschen und es gibt auch weniger Fehlerquellen. Diese Informationen werden von den Schiffen über verschiedene Systeme übertragen. In der gesamten Europäischen Union gibt es entlang der Küste ein Netz von Türmen, das Safe SeaNet, das die von den Schiffen übertragenen Signale erfasst. Die gleiche Technologie, die diese Türme verwenden, das sogenannte AIS, ist auch in Satelliten eingebaut. Die EMSA erhält also von den Mitgliedstaaten, die über nationale Raumfahrtprogramme verfügen, die diese Informationen sammeln, aber auch vom kommerziellen Sektor diese AIS-Satelliteninformationen und wir fügen sie zu einem Gesamtbild zusammen. So verfügen wir immer über die aktuellste Position eines einzelnen Schiffes, unabhängig davon, aus welcher Quelle sie stammt. Viele Sicherheitsinformationen werden auch von den Mitgliedstaaten gemeinsam genutzt. Hat das Schiff zum Beispiel Gefahrgut geladen? Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten darüber informiert sind, denn wenn es zu einem Unfall auf See kommt, müssen wir genau wissen, was vor Ort nötig ist. Brauchen wir bestimmte chemische Löschmittel? Besteht die Gefahr einer Explosion? Meistens kommt es aber glücklicherweise nicht zu Unfällen. Wenn das Schiff im Hafen einläuft, müssen wir wissen, welche Ausrüstung zum sichersten Entladen des Schiffes benötigt wird. Wenn also ein bestimmter Container etwas Gefährliches enthält, müssen wir beim Entladen vielleicht etwas vorsichtiger vorgehen.